Ja, Leute, willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Wir sind im Lager, da wo wir letztes Mal stehen geblieben waren. Ich habe, wie gesagt, Inventar aufgeräumt, habe verkauft, Gegenstände abgelegt, habe bei unseren Gesandten hinten entsprechend Gegenstände abgegeben, Charaktere nachgelevelt, so auch Shale, die jetzt mehr Konstitution hat und auch jetzt sowohl vollkommenen Angriffs- als auch vollkommenen Rüstungskristall hat. So sieht das mit Feuer also einmal komplett aus. Es brennt nicht, wie irgendjemand vermutet hatte, der ganze Körper. Also es brennen nur die Angriffskristalle. Also nur die Arme. So, was ist bei den Charakteren passiert? Bei uns nix. Ich habe alles beim Alten gelassen. Habe auch nicht den Dolch ausgerüstet, den wir im Kaddashteig gefunden haben. Wo mir gerade der Name fehlt. Ich habe es bei Duncans Dolch belassen. Ogryn, huch, neue Rüstung. Richtig. Ich habe euch ja gesagt, ich zeige euch auch mal die Rüstung, die Wade uns gezimmert hat. Und das ist jetzt die überragende Drachenknochenplattenrüstung, die aus der Drachenschuppe hergestellt wurde, die wir oben auf dem Berggipfel von unserem hohen Drachen bekommen haben, den wir, keine Ahnung, vor wie vielen Episoden besiegt haben. Helm habe ich ihm den Helm der Legion aufgelassen, auch wenn der jetzt keine Boni hat. Ich habe die anderen Helme, die ich habe, ausprobiert. Sie sehen alle einfach nur zum Kotzen aus. Und deswegen habe ich ihm den Helm der Legion aufgelassen. Ist gut, weil es gibt keinen Helm für Wades Rüstung. Das sind nur Handschuhe, die Rüstung selbst und die Stiefel. Gibt Feuerresistenz, Ausdauerregeneration und sowohl ein Bonus auf Verteidigungswert und Zauber- und Talentkosten sinken. In welchem Ausmaß weiß ich allerdings nicht, weil ich es nicht nachgeguckt habe. Ansonsten hat sich auch bei Ogryn nichts getan. Liliana hat sich, da hat sich auch nichts verändert. Da hatte ich erst nachgedacht, ihr Wades überragende Rüstung zu geben. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Habe mich aber dann doch dafür entschieden, ihr die Kampfrüstung des Provokateurs anzulassen, weil die einfach saumäßig gut ist. Da konnte ich mich schlicht und ergreifend nicht von trennen. Morrigan. Nichts. Alistair habe ich nur den, die Mauer des Nichts gegeben als neuen Schild. Ansonsten ist hier auch alles beim Alten geblieben. Bei Wynn. Wynn hat neue Handschuhe, die Griffen, den Griff des Elementalisten. Ansonsten auch nichts Neues. Er hat ein neues Halsband, was wir auch, keine Ahnung wo, gefunden haben, aber wo ich auch gesagt habe, dass ich ihm das gebe, mit plus 8 Angriff und plus 8 Rüstung. Lieber Stan, bei dir hat sich überhaupt nichts getan, ne? Ne. Ja, nix. Zephryn, da hat sich aber einiges getan. Ne, da nichts. Und zwar hat Stan Wades überragende Handschuhe aus Dragoleder und Rüstung aus Dragoleder und Tralala und Hopsasa. Weil er hatte ja vorher die Dalish-Rüstung an, auf allerdings einem relativ geringen, auf einer relativ geringen Stufe. Und hier sieht es jetzt schon mal ein bisschen besser aus. Und Zephryn hat den Dolch, Dolch des verlorenen Teigs, so heißt er. Ja, Zephryn hat den Dolch jetzt auf der Haupthand. Ich habe Zephryn jetzt ein bisschen stärker ausgerüstet. Gut, Amulette und so habe ich ihm nicht gegeben. Aber wir werden ihn gleich mitnehmen nach Edenerim. Denn ich vermute, wir hatten ja die Probleme mit diesem leeren Zwischenkampf-Dings-Bums. Ich vermute, dass da was getriggert werden soll, was ohne Zephryn oder was getriggert wird, was ohne Zephryn nicht stattfinden kann. Ich will es nur mal mit euch zusammen testen, ob es wirklich daran liegt. Und dann werden wir leider erst zu Al-Imin gehen. Shale, ja, habe ich nur jetzt die Kristalle angeglichen. Also großer vollkommener Feuerkristall und kleiner vollkommener Feuerkristall. Das war's. Jetzt müssen wir aber noch schnell, habe ich gerade gesehen. Geschenke verteilen. Außergewöhnlicher Rubin, der ist für Shale. Sehr nett, wirklich sehr. Ja, oder? Muss man glatt mal sagen. Jo, das Stirnband. Ich weiß nicht, für wen es ist. Ich glaube, das ist so ein allgemeines Geschenk. Wir drücken es einfach mal Morrigan in die Hand.
interessant. Naja, gut. Hat nicht ganz funktioniert. Ist jetzt aber auch nichts, was mich weiter beschäftigt. Und ich denke, mit den Charakteren reden brauchen wir nicht. Das haben wir ja vor einigen Episoden erst gemacht. Glaube ich. Da dürfte sich seitdem nichts geändert haben. Persönliche Quests haben wir alle erledigt. Insofern dürfte es da nicht mehr allzu viel Gesprächsstoff geben. Haben wir hier noch was? Hasso wedelt mit dem Schwanz und sieht Stan an. Oh. Ja. Es ist gut, mein Schwert wieder bei mir zu haben. Ich nenne es Asala. Die Seele. Es wurde aus seltenem Blaustahl geschmiedet. Und hat mir jahrelang treu gedient. Ja. Du kannst verstehen, wie es ist, eine Waffe zu haben, die ein Teil von einem ist. Das können nur wenige. So, die respektieren sich wohl mittlerweile, die zwei. Haben wir noch eine Szene? Nee. Okay, dann streichen wir ihn einmal kurz. Er freut sich und rollt sich glücklich auf dem Rücken. Na nun, ist gut. Genug gefreut, Hasso. Der Ernst des Lebens geht weiter. So. Weltkarte. Und wie eben gesagt, dieses Mal mit Zephyrin statt Ogryn. Ja. Denn unsere beiden Fernkämpfer möchte ich eigentlich dabei haben. Ja. Und jetzt gucken wir erstmal, ob wir da wirklich die Zwischensequenz oder den Zwischenkampf triggern können. Wir reisen einfach mal in die Perle. Nur mal so, um diesen Kampf anzustoßen, der es jetzt hoffentlich ist. Nein, er ist es nicht. Wie komisch, Zephyrin. Was sagt ihr? Gewiss. Schade. Schade, schade, schade. Ich dachte, das wäre die Lösung. Ist es aber leider nicht, wie wir sehen. Das heißt, wenn wir jetzt noch weiter durch Denerim reisen sollten, irgendwann nochmal, werden wir immer wieder das Problem dieses leeren Zwischenkampfs haben. Das ist ärgerlich. Das ist nervig. Aber so oft werden wir zum Glück nicht mehr durch Denerim reisen. Na, obwohl so ein paar Mal schon noch. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Hab's auch immer noch nicht gegoogelt oder nachgeguckt. Ist auch nicht so wichtig. Wir hätten ja auch eben schon rausreisen können. Dann nochmal kurz ins Lager und Zephyrin wieder, jetzt hätte ich fast gesagt, abgegeben. Zephyrin wieder im Lager gelassen und dafür Ogryn mitgenommen. So muss man es sagen. Selbstverständlich. Ogryn Liliana Morrigan. Annehmen. So. Dann kurz nach Denerim. Einfach um allem schnell zu buffen. Wir machen das aus. Ogryn bufft sich automatisch. Du singst das Lied des Mutes. Gehen wir. Liliana kann singen. Ohne Töne von sich zu geben. Habt ihr das gerade gesehen? Das kann nicht jeder. So, telekinetische Waffen. Und arkaner Schild, liebe Morrigan. Okay, ansonsten sind wir hier gut dabei. Und wir müssen jetzt noch kurz warten. Jawohl. Und singen jetzt noch einen. Naja, was heißt singen? Wir schreien uns noch einen. Und dann geht's ab nach Radcliffe. Jo. Aufs Schloss. Es ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, wo ich gezockt habe. Ich habe aber doch, meine ich, Zwischenkämpfchen. Ne, das ist bestimmt Tegrin. Dürfte eigentlich kein Zwischenkampf mehr kommen, sage ich ja. Genau so wird es geschehen. Wo war ich? Ach so, wir haben ja, meine ich, in der letzten Folge, vorletzten Folge, das Questlog durchgesehen. Und haben festgestellt, dass wir nichts mehr erledigen können, bevor wir nicht ins Gesindeviertel können. War das nicht so? Ich denke, das war so. Dann werden wir jetzt
dem guten Aal Bescheid sagen. Ja, ihr trainiert schön, es geht gleich los. Wie ihr wünscht. Ja, dann werden wir jetzt Aal Eamon sagen, dass wir bereit sind aufzubrechen. Und dann geht das los. La, 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 la. Huch, hier müssen wir noch durch und dann müssen wir links. So, Eamon. Wenn ihr soweit seid, brechen wir Richtung Denerim auf. Jawohl. Ausgezeichnet. Ich bereite alles vor. Wir fahren nach Denerim. Möge der Erbauer über uns wachen. Und quasi ein nächster Spielabschnitt beginnt. Denerim ist das Herz und die Seele von Ferelden, die Heimatstadt von König Kaelenhad und der Geburtsort von Andraste. Eigensinnig wie ein Mabari und ein ebenso treuer Verbündeter. Wenn wir Logan hier besiegen, wird der Rest der Nation sich uns anschließen. Meine Einberufung des Landings war der erste Schlag. Im Moment sind wir im Vorteil. Er hat keine Wahl. Er wird sich zeigen und uns gegenübertreten. Er wird einen Gegenschlag ausführen. Die Frage ist nur, wie schnell? Logan, es ist eine Ehre, dass der Regent die Zeit findet, mich persönlich zu begrüßen. Wie könnte ich einen Mann nicht willkommen heißen, der so wichtig ist, dass er trotz der Bedrohung durch die Verderbnis alle adeligen Fereldens von ihren Anwesen wegholt? Wegen der Verderbnis bin ich hier. Nach Kaelins Tod muss Ferelden einen König haben, der es gegen die dunkle Brut führt. Ferelden hat in seiner Königin eine starke Monarchin und ich führe ihre Armeen. Logan, du Arschloch. Du kleiner Verräter. So, dann hauen wir ihm gleich mal verbal eins ins Gesicht. Und sagen, angesichts von Ostaga brauchen wir womöglich einen besseren General. Ah, der Rekrut der Grauen Wächter. Dachte schon, dass wir uns wiedersehen. Mein Beileid für das, was den Euren widerfahren ist. Es ist bedauerlich, dass sie sich gegen Ferelden gestellt haben. Wir haben uns nicht gegen Ferelden gestellt. Ich nehme von Deserteuren und Königsmördern kein Beilein entgegen. Hütet eure Zunge, das ist meine Stadt. Kein guter Ort für Worte des Verrats. Ganz gleich, wer sie äußert. Mir egal. Es heißt, eure Krankheit hätte euch geschwächt, Eamon. Nicht wenige machen sich Sorgen, ob ihr Ferelden weiterhin beraten könnt. Meine Krankheit? Nennt es doch ruhig euer Gift. Wie wird das wohl beim Landding klingen? Nicht jeder wechselt seine Loyalität so rasch wie ihr und diese Kriecher an eurer Seite. Ihr wart wirklich schon lange nicht mehr bei Hofe, Eamon. Erkennt ihr Randon Howe nicht, Aal von Amaranthine und Taryn von Hyever? Und seit Urians beklagenswertem Schicksal bei Ostagar auch Aal von Denerim. Ein wahrhaft peinlicher Überfluss. Aal Howe. Und du Mistkerl. Ja, eigentlich verlange ich wirklich Blutrechte. Dieser Mann hat nämlich unsere Familie umgebracht. Ihr habt keine Rechte, Verräter. Eure Familie verlor sie, als sie sich gegen den König wandte. Ich werde mit Freuden eure Kehle durchtrennen. Es ist entweder tollkühn oder sehr dumm von euch, den Taryn vor Zeugen zu bedrohen. Genug, Catherine. Nicht jetzt, nicht hier. Ich wollte euch dieses übereilte Vorgehen ausreden, Eamon. Unser Volk ist verängstigt. Unser König ist tot. Und unser Land wird belagert. Wir müssen vereint sein, um diese Krise zu überstehen. Königin Moin, eure eigene Schwester, hat unermüdlich für Ferelden gekämpft. Soll ihr Werk zerstört werden? Durch eure selbstsüchtigen Ambitionen auf den Thron spaltet ihr die Nation und schwächt unser Vorgehen gegen die Verderbnis. Welches Vorgehen? Ihr habt die Grauen Wächter zu Verbrechern erklärt. Kaelin vertraute auf die Stärke der Grauen Wächter gegen die dunkle Brut und wir alle wissen, wie weit ihn das gebracht hat. Reden wir lieber von der Wirklichkeit. Geschichten werden uns nicht retten.
Ich kann euch nicht vergeben, Logan. Der Erbauer vielleicht, aber ich nicht. Unser Volk verdient einen König aus der Tharren-Linie. Alistair wird uns zum Sieg gegen die Verderbnis führen. Der Kaiser von Orlais dachte ebenfalls, ich könnte ihn nicht zu Fall bringen. Er wartet nicht mehr Gnade, als ich ihm gewährt habe. Für mein Heimatland werde ich alles tun. Ja, mach doch. Ah, ich kann ihn einfach nicht leiden.